Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts Read Chain of Memories. Yay! Mit zwei Leuten, genauso wie Kingdom Hearts 1. Ja, dieses Spiel hier ist der direkte Nachfolger und gehört auch noch zur gleichen Spiel-CD wie Kingdom Hearts 1 Final Mix. Ja, und war ursprünglich ein Game Boy Advance Spiel, das hier allerdings komplett neu aufgebaut wurde, logischerweise. Jo. Ja, dann starten wir doch gleich mal ein neues Spiel. Dieses Mal auch tatsächlich auf Profi. Das heißt also, naja, wir werden dafür unser Tagebuch nicht komplettieren. Das ist allerdings auch in erster Linie deswegen der Fall, weil es Ewigkeiten dauert und kaum einen Sinn in diesem Spiel hat. Es gibt keinerlei geheime Endings oder so, die wir dadurch erreichen würden. Ja, wir Batonsanstellungen sind mir relativ egal, also auf geht's. Yay! Dann gucken wir doch mal, wo Donald, Goofy und Sora nach dem Ende von Kingdom Hearts 1 hingerannt sind. Scheinbar in eine grüne Wiese lang. Ja, daran erinnern wir uns noch. An eine sehr lange grüne Wiese. Ja, mit einem orangefarbenen Weg mittendrin. Oder so. Was auch immer die da gemacht haben. Ja. Außer ja. Gut hinterherlaufen. In der Tat. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht so genau, wo diese Wiese überhaupt herkam. Ich meine, in der Welt zwischen den Welten ist ja interessant, aber hä? Wo kommt die her? Na, erst war da Dunkelheit und aus der Dunkelheit ist es halt irgendwann Gras gewachsen. Wer weiß, wie lange die da unterwegs waren. Konnten vielleicht dem Gras beim Wachsen zugucken oder so, während sie da langgelaufen sind. Die Welt hat sich um sie rum erst kreiert und deswegen konnten sie diesem Vater folgen. Ja, vielleicht. Vielleicht ist auch die Welt zwischen den Welten einfach sehr grün und die mussten da halt erstmal irgendwo noch hinlaufen oder so, wer weiß. Das wird's definitiv sein, ja. Ich kann es dir auch nicht genau sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das irgendwann mal erklärt wird, wo zum Teufel die da sind und warum da alles so grün und geradeaus ist und so. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das irgendwann nochmal aufgreifen oder aufgegriffen haben. Ich könnte mich nicht daran erinnern, da irgendwann mal eine Erklärung zu gesehen oder gehört zu haben. Also Wir sind hier wieder mehr oder weniger in Kingdom Hearts 1. Zumindest für die Intro-Sequenz. Wir kriegen nochmal erklärt, was alles in Kingdom Hearts 1 so passiert ist. Das war natürlich in der Game Boy Advanced-Version damals nicht drin, diese Sequenz hier. Och. Die ist einfach nur aus Kingdom Hearts 1 mehr oder weniger übernommen worden. Ja, nett. Jetzt darf man die Welten ja auch alle spoilern. Richtig. Jetzt sollte man sie ja schon gesehen haben. Hier geht man ja davon aus, dass wir Kingdom Hearts 1 Final Mix jetzt schon komplett durchgespielt haben. Da sehen wir sogar den geheimen Bosskampf gerade eben, oder? Ja, da hat man auch kurz den Unbekannten gesehen. Den Kingdom Hearts 2 Boss. Ich finde ja irgendwie interessant, dass er einen den hier spoilert in den Kampf. Naja, war ja nur eine kleine Sequenz. Viele Leute werden da wahrscheinlich gar nicht drauf geachtet haben. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, was wir nicht gezeigt hatten von dem ersten Kingdom Hearts, war, dass wenn man auf dem Startbildschirm lang genug ist, dass dann eine Sequenz anfängt, die dann auch alle Welten schon mal zeigt, weil wir wollten nicht alle Welten spoilern und so. Richtig, das ist halt so eine Vorguckersequenz, die da kommt. Ja. Kleiner Spoiler zwischendurch. Ja, kleiner Spoiler, bevor du das Spiel überhaupt anfängst. Ja. Hey, hier hast du schon mal alles gesehen, was du in diesem Spiel erleben wirst. Und wir sperren König Mickey und Rico wieder in Kingdom Hearts ein. Ja, da wo sie hingehören. Hoffentlich sehen wir die beiden nie wieder. Dass ja angeblich das Licht war, wobei trotzdem da drin die Herzlosen gebrütet haben, wie blöde. Ja, die Herzlosen wollen halt zum Licht. Das sind halt. Die wollen halt das Licht aufessen. Ja. Und so ist das bei Herzlosen. Dann halt direkt zur Quelle gehen, ne? Richtig, warum nicht? Ja. So, wieder ab auf die Insel mit Kairi. Ja, tschüss Kairi. Hoffentlich sehen wir dich auch nie wieder. Die muss nicht in Re-Chain of Memories mitspielen. Re-Chain of Memories? Oh mein Gott. Dieses Spiel spielen wir? Ja, auch hier werden wir jetzt wieder tausendmal erstmal den Titel genannt bekommen. und da sind wir wieder. Yay! Fun Fact, diese Szene hier ist genau die gleiche wie in Kingdom Hearts 1. Sie wurde hier einfach nur nochmal eingefügt. Nochmal mit dem Fliegen. Ach, Pluto! Wieder fliegende Hunde. Auch interessant, in der Game Boy Advanced-Version gibt es diese Szene hier ebenfalls. Aber in der Game Boy Advanced-Version fliegt Pluto nicht den Hügel hoch. Da ist er tatsächlich ganz normal animiert. Das ist merkwürdig. Ja, die scheinen die Szene dafür tatsächlich komplett neu gemacht zu haben. Dafür allerdings auch in einer unglaublich grauenhaften Pixel-Grafik. Nee. Ist halt der Game Boy Advanced. Auch wenn es mindestens ein halbwegs ordentliches Video war, konnte der trotzdem nichts Hochgrafisches darstellen. Nicht wirklich. Ja, auf jeden Fall geht sie jetzt endlich weiter. Also wir sind scheinbar bis in die Nacht hier durch Pluto gefolgt. Und da ist eine Kreuzung. Und das ist ein mysteriöser Mann. Schon wieder so ein komischer Kuttenträger. Aber diesmal mit Stimme. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Jetzt hatten die alle keine Stimme, oder? Na, der eine. Auf der allerersten Insel, ja. Aber ja, der eine auf der allerersten Insel, der hatte auch keine schwarze, der hatte eine braune Kutte. Ja, eben. Aber sonst hatte doch keiner von den Schwarzen eine Stimme, oder? Nee. Und
Das ist ein sehr komisch aussehendes Schloss. Und ein sehr weißer Raum vor allem. Das ist auch ein sehr weißer Raum. Vielleicht ist das ein Krankenhaus. Das und mag sein, wow. Der Architekt gehört verprügelt. In der Tat. Wer baut sowas? Was ist zum Beispiel mit dem Turm da rechts, der so halb schräg aus dem Boden guckt? Ja, da wollte halt einer mal gucken, wie es ist, nur mit Dachschrägen im Haus zu leben oder so. Ich glaube, der Architekt hatte da sehr viel Spaß. Ne, der war, glaube ich, betrunken beim Zeichnen. Übrigens, wir spielen Kingdom Hearts Rechain of Memories, falls nein. Das irgendjemand vergessen haben sollte, seitdem uns die letzten beiden Male der Titel genannt wurde. Ja. Auf dem Titelbildschirm an sich und nochmal während den Intro-Credits. Ja. Ja, man kann uns nicht oft genug sagen, welches Spiel wir eigentlich gerade spielen. In der Tat. Und wir haben auch immer noch die alten Klamotten von Donald und Goofy. Ja. Aber zumindest sieht das Schloss nicht allzu hoch aus. 3-4 Stockwerke. Maximal. Maximal. Ja. Da sollten wir relativ flott durch sein, wenn wir da jetzt wirklich reingehen wollen. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie wir da jetzt so wirklich gelandet sind, wann wir aus den grünen Graslandschaften und dem Weg rausgegangen sind, aber hey. Ja, scheinbar ist dann. Gibt's dann diese kleinen Inseln mitten im Nichts, wo dann Sachen draufstehen, wie zum Beispiel eine riesige Tür. Ja. Und in diesem Fall ein Schloss und dann zwischendurch hast du überall hübsches Grasland mit braunen. Schotterwegen, scheinbar. Warum auch nicht, ne? Ja. Ich meine, das ist ja in jeder Zwischenwelt so, nichts Ungewöhnliches. Wirklich nicht. Aber natürlich gehen wir einfach so rein. Ist auch nicht abgeschlossen oder sonst irgendwas. Nö. Mein Gott, hier ist es genauso weiß drin. Oh. Wird vermutlich das gleiche Schloss sein, aber... Ich kann dir verstehen, warum man weiß nimmt und so, weil... Aber ach, doch nicht so viel. Was sollte der König denn hier machen? Weiß nicht, ist es ein Schloss? Vielleicht will er von hier aus regieren. Kommt denn das andere Schloss nicht mehr zurück? Hat er sich gedacht, nimmt er sich ein neues? Hm, was ein Zufall. Ja. Oh mein Gott, diese Stimme. Ja. Man merkt, dass diese Voice-Clips erheblich später aufgenommen wurden. Aber wirklich viel später. Erheblich später. Ja, bei der GBA-Version gab es damals keine Sprachausgabe. Und Rechain of Memories wurde für die PS2 einige Jahre erst später rausgebracht, damals. Und dann eben nochmal neu für die PS3-Version aufgelegt. Aber die Stimme wurde dann aus dem PS2-Teil genommen, was einige Jahre später als Kingdom Hearts 1 aufgenommen wurde. Entsprechend klingt Sora halt erheblich älter. Es ist auch schon in Kingdom Hearts 2 deutlich älter. Ja. Du, Kingdom Hearts 2 ist ja auch 6 Jahre später rausgekommen nach Kingdom Hearts 1. Ja, klar. So klingt er da auch später. Rechain of Memories ja ebenfalls relativ spät. Ja, Rechain of Memories kam, glaube ich, damals mit dem Final Mix zu Kingdom Hearts 2 gemeinsam in Japan raus. Wenn ich mich recht entsinne. Das ist nochmal deutlich später als Kingdom Hearts 2. Nochmal ein Jahr später, glaube ich, ja. Da ist der Kundenträger außerdem wieder. Und der hat scheinbar die Macht. Oder Luftmagie. Die Tür hat sich einfach hinter ihm geschlossen. Na. Das macht die automatisch. Tür. Der hat bestimmt einen Sensor dabei dafür. Na. Das gute Arbeit, Donald. Funktioniert gut. Ich find's super, wie die anderen beiden auch nur stehen, sich das angucken. Tja, Donald, willst du noch was machen? Ne. Ja, ist super, hör auf damit. Ist so peinlich. Ja, allerdings. Ist der Vorteil, wenn du dann kein Magier bist, wenn du den Zauber vergisst, ist schlecht, aber mit dem Schwert zuzuschlagen, ist schwer zu vergessen. Das ist schlecht. Ja. Da war Kingdom Hearts 1 ja völlig sinnlos. Ja. Guck mal, man muss ja einen Grund haben, warum wir Sachen nochmal neu lernen müssen. Kann ja nicht direkt auf Maximum Level anfangen, das Spiel. Oh, Benjo Kazooie hat das gut hingekriegt. Ja, stimmt. Naja, können die mal aufhören, sich rumzuteleportieren? Das ist ein bisschen nervig, ja. Kann man so schlecht Unterhaltungen führen, wenn die einem die ganze Zeit durch die Gegend teleportieren. Riku! You mean Riku's here? Oder der König. Oder irgendwer anders, den du vermisst. So deine Mutter zum Beispiel. Ich meine ja nur. Die vermisst er nicht. Scheinbar hat er dunkle Magie und Rosenblätter. Ja, vor allem Rosenblätter. Ja, sehr einschüchternd. Interessant. Ob das auch seine Kampfwaffe ist? Rosenblätter. Blütenregen. Gefährlich. Ja, hör mal. Rasierblatt ist schon eine gefährliche Attacke. Das auch. Ah,
Das sieht aus wie Travers. Sie hat er jetzt aus unseren Erinnerungen rausgeklaut. Scheinbar will er uns ein Sammelkartenspiel beibringen. Juhu. Yay. Es ist halt für ein Duell. Hol dein Deck raus. Wäre sicherlich auch mal interessant. Wobei es mich nicht wundern würde, wenn es in Japan irgendwo ein Kingdom Hearts Kartenspiel gäbe. Gibt's bestimmt. Es gibt's allem ein Kartenspiel. Besonders in Japan. Ja. In dem Land, in dem es echte Pokémon Center gibt, dann gibt's es bestimmt auch ein... Ja, ein Kartenspiel zu Kingdom Hearts. Kartenspiel zu Kingdom Hearts. Was machen wir mit dieser Karte? Come on. Let's go. Genau, Jiminy, nick du mal. Ja, Jiminy scheint hier ja ein kleines bisschen mehr zu tun zu bekommen als im ersten Teil. Stratavers. Ja, Jiminy hatte ja außer in Monstro und so ganz am Anfang auch überhaupt nichts zu sagen im ersten Teil. Der ist auch sonst nie vorgekommen. Ja, großartig. Der stand halt in unserem Tagebuch und das haben wir nicht so oft aufgeklappt. Ja. Außer nachher für die Anzim-Berichte. Ja, dann wird es jetzt Zeit, dass wir statt Travers hier in diese große Türe einsetzen. Interessanterweise. Nee, oh, da werden wir 5 angezeigt. Link ist die Richtungstaste, Karte auswählen, Sora hat momentan nur eine Karte, bestätigen mit X. Interessanterweise hat dieser schwarze Kuttentyp uns in der Game Boy Advance Version noch alles erklärt, wie wir hier die Karten einsetzen müssen und so. Das hat man allerdings offenbar aus der 3D-Version komplett ausgebaut. Jetzt kapiert Sora einfach, wie das funktioniert und bringt sich selber das Spiel bei. Ja. Macht auch irgendwie mehr intuitiv. Sinn. Ich find's intuitiv. Intuitiv hat mir diese Karte gegeben. Ich finde es in der Game Boy Advance Version schon merkwürdig, wenn der Typ uns das Spiel am Anfang beibringt. Ja. Oh, du bist unser großer Gegner hier? Ja, bring uns mal bei, wie eigentlich alles funktioniert. Na. Hier sind wir falsch. Sind wir das? Sind wir das? In der Tat. Das ist die Stadt Travers. Gab's diesen Ort irgendwo in der Stadt? Das sieht mir jetzt nicht bekannt aus. Nee, nicht wirklich. Sora, deine Erinnerungen sind leicht merkwürdig verschlungen. Das ist nicht die Realität. Ja, das haben wir uns jetzt schon fast gedacht. Wir sind ja immer in diesem komischen Schloss drin. Diese Stadt ist eine Illusion, die deinen Erinnerungen in dieser Karte entstammt. Wie bitte? Das klingt logisch. Ja, da muss Jiminy erstmal einen Kommentar zu abgeben, wie es aussieht. Scheinbar. Vergiss das jetzt, Sora. Donald und Goofy sind weg. Das ist nicht so wichtig. Wir haben es schon mal alleine gelassen. Das stimmt, aber außerdem sind wir auch ohne die beiden nach Travers gekommen. Von daher. Gerade mal zufällig nicht hinter uns. Ja. Donald? Goofy? Vielleicht sind wir einfach nicht durch die Tür gegangen. Hey, wo seid ihr? Ja, es sind ja immer in unsere Erinnerungen. Vielleicht können die beiden nicht in unsere Erinnerungen mit reinkommen. Ja. Was hast du gemacht? Vielleicht haben die ihr eigenes Spiel. Das kann natürlich sein. Sie sind nun der Gnade der Karten ausgeliefert. Oh Gott, die Gnade der Karten? Ja, ja. Beherrsche die Karten und ihre Stärke ist wieder dein. Das klingt so, als wenn wir jetzt wirklich ein Kingdom Hearts Sammelkartenspiel spielen müssen. Yay! Natürlich müssen wir das auch. Ja. Ja, und da ist Donald. Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Ah, wunderbar. Wenn dir deine Freunde also am Herzen liegen, hebst du sie stets auf. Herzen, natürlich. Ja. Linker Stick bewegen, rechter umsehen und mit R3 irgendwas... Kamera hinter uns zentrieren. Ja. Aufgehobene Karten kommen vorne in dein Kartenzelt. Spielst du sie aus, kommen deine Freunde zu Hilfe geeilt. Hurra. Ja, gut, mit X können wir jetzt Karten ausspielen. Yay, Donald mit einem Wert von 0. Macht zufällig 2 Zauber, Eis und Vita in diesem Fall. Super. Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Das ist komisch, aber na gut. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Ob nun Gegner oder Türen, Karten sind das einzige Mittel, Hindernisse zu überwinden. Aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Ja, natürlich können wir den üblichen Sprung und die Ausweichrolle aus Kingdom Hearts 1 benutzen. Hey, wir dürfen die Ausweichrolle von Anfang an einsetzen. Hier nicht extra lernen, genau. Denke zuerst selbst nach. Bewegen, dann Karte ausspielen. Alles klar, so, mit X können wir jetzt unsere Schlüsselschwertkarten benutzen, mit denen wir die üblichen alten Kombos ausführen können. Hurra. Jetzt weißt du, wie du mit deiner Stärke umgehst. Verliere dabei aber auch nie deinen Gegner aus den Augen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Mal sehen, ob du mich fangen kannst. Ja, wenn wir jetzt R2 drücken, können wir ihn anvisieren. Und das war auch schon alles, was wir gerade machen mussten. Boah, das war schwer. Ja, in der Tat. Gut. Jeder Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Verbrauchst du alle Karten, bist du handlungsunfähig. Aber es gibt Abhilfe. Spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind. Und ich zeige dir, wie.
Ja, jetzt müssen wir also einfach nur mit allem, was wir haben, auf ihn draufklöppeln. In der Game Advance Version hatte man ein unglaublich großes Standarddeck. Man hat eine Ewigkeit auf den Gegner hier draufgeprügelt, ohne dass man irgendwas machen konnte. Weil, wie man sieht, blockt er jeden einzelnen Schlag, bis wir dann endlich zu diesem Punkt des Tutorials gekommen sind. Ja. Siehst du, du hast keine Karten mehr und somit keine Kraft. Willst du deine Kraft zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche dir die Karten zurück und voila! Ja, ja. Ich wünsche mir also meine Karten, ich kriege die auch wieder. In der Tat. Wenn wir X drücken, wünschen wir uns. Und wie wir sehen, lädt sich dann der Balken auf. Und sobald er voll ist, plack, kriegen wir unsere Karten wieder. Das ging in der GBA-Version unglaublich viel schneller, als es hier geht. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückwünschen. Bis auf bestimmte Ausnahmen, aber dazu kommen wir später. Aber mit jedem Mal brauchen die Karten länger, um zurückzukehren. Ja, wir sehen, da steht jetzt eine 2. Die Karten sind keineswegs unbegrenzt. Benutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf voraus. Und wähle die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte im Set aufspielen. Ja, mit L1 und R1 können wir jetzt eine Auswahl zwischen unseren Karten treffen. Leider kann ich momentan keine Aktion durchführen, weil uns das Tutorial immer auf das beschränkt, was wir gerade machen müssen. Die 4 verschiedenen Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind in 2 Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Feindeskarten. Feindeskarten. Um Kategorien aus der anderen Kategorie zu verwenden, drücken wir jetzt die Select-Taste. Ja, wir haben jetzt hier beispielsweise die Schattenleuchtkarte gekriegt. Auch eine interessante Sache. Da war ich super verwirrt, als ich die Game Boy Advance Version das erste Mal gespielt habe. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Man hat nämlich keine Beispielkarte bekommen. Das heißt, man geht hier in ein völlig leeres Menü rein. Du fragst dich nur, hä? Was soll denn hier jetzt sein? Hier haben sie dir wenigstens den Schattenleucht gegeben, der sogar gar nicht so schlecht ist. Damit man sich zumindest schon mal angucken kann, wie es aussieht, wenn man eine Feindeskarte hat. Richtig. Nett. Die Schattenleuche würden alle Werte unserer Angriffskarten um 1 erhöhen, was gar nicht so übel ist. Die Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Wenn du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt aber bei dir. Vergiss das nicht. Klingt jetzt noch nicht so schwierig, das werden wir schon irgendwie hinbekommen können. Ja. So, was ist jetzt endlich mit dem Tutorial mit Mr. Schwarzkutte? Nein, es kann nie genug Tutorials geben. Das stimmt wohl. Ja, immerhin sind wir aus der Kampfsektion schon mal raus. Hurra. Und da sind die beiden scheinbar auch wieder und haben inzwischen neue Klamotten an. In der Tat. Irgendwie haben sie es jetzt geschafft, aus ihren Karten außerhalb des Kampfmenüs rauszukommen. Merkwürdig. Naja, gut. Aber ich würde sagen, den Dialog mit den beiden führen wir erst beim nächsten Mal weiter, denn dieses Tutorial hat schon lange gedauert. Und dann geht's hoffentlich mal mit dem richtigen Spiel los. Also bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.